Fällen an diesem Wochenende. Desiree Wilson, Rennfahrer, Legende hier in Großbritannien. Und das hier, was für die Jüngeren, Conor Maynard zusammen mit Hartwell und Snoop Dogg, How You Love Me, kennt vielleicht der ein oder andere der jüngeren Zuschauer, eine seiner Hitsingles, britischer Popstar mit der Trophäe für Nico Müller. Und seit dieser Saison freuen die Herren sich richtig auf die Fläschchen, die es da gibt. Da steht nicht nur Champagner drauf, da ist auch Champagner drin. Aus dem Hause Carbon, einer der neuen starken Werbepartner der DTM. Und er ist auch noch richtig lecker. Und wenn wir Glück haben, zeigen uns die Jungs auf dem Podest jetzt mal. Und Marco Wittmann macht's, wie man so eine Champagnerflasche im DTM-Style öffnet. Übung gelungen. Prost, meine Herren. Und wir gucken auf den Gesamtstand nach dem heutigen Rennen. So sieht's aus. 178, 151, 146. Philipp Eng 119, Mike Rockenfeller 100. Rast bleibt vorne, aber Müller und Wittmann bleiben dran. Und Wittmann erhöht sogar den Druck. Andrea Kaiser, bitte. Ja, es ist schon fast ein Stammplatz für die beiden Herren hier von Audi, für Nico Müller und für René Rast. Nummer 1 in der Meisterschaft, Nummer 2 in der Meisterschaft, heute Platz 3 und Platz 2. René Rast, hast du am Ende nochmal gedacht, dass du Wittmann überholen kannst? Ich habe gehofft, es sind noch mehr Runden. Ich bin von 44 ausgegangen, am Ende waren es glaube ich nur 43. Die eine Runde hätte ich noch mehr gebraucht. Aber gut, wir sind nochmal ganz dicht rangekommen, aber hätte nicht sein sollen heute. Und dieses Push to Pass, was ist damit gewesen? Hast du es noch nicht so ganz verstanden? Verstanden schon, aber im Eifer des Gefechts vergisst es schnell. Von dem her habe ich leider nur DRS heute benutzt, aber ich glaube, für morgen werde ich mich daran erinnern. Nico Müller, Push to Pass, ist das etwas, was du vergessen könntest oder würdest, gerade wenn der Typ hier neben dir ist oder vor dir ist? Ist mir auch schon passiert, wenn ich ehrlich sein soll. Heute nicht. Von dem her, nee, alles gut. Ich glaube, am heutigen Tag müssen wir zufrieden sein, nach einem schwierigen Qualifying doch wieder hier auf dem Podium zu stehen, ist zufriedenstellend. Haben noch einen Satz Reifen gespart, das ist für morgen mal ganz gut. Und jetzt heißt es analysieren und morgen noch ein bisschen besser machen. Es gab mal in den 80er Jahren eine Serie, die hieß Rivalen der Rennbahn. Ihr zwei hier neben mir. Es wird immer gemunkelt, es ist Feuer zwischen euch beiden. Ich wünschte, es wäre jetzt ein bisschen heißer hier, weil es nicht ganz so frisch ist. Aber wie gut versteht ihr euch, wie sehr ärgert ihr euch jetzt, dass der eine vor oder respektive du nicht noch weiter vorne bist? Ist das okay oder soll ich zwischen euch bleiben, damit es so eine Sicherheitsschranke ist? Ich glaube, heute müssen wir erstmal BMW gratulieren. Ich glaube, es geht da nicht nur um uns zwei. Du bist zu diplomatisch. Ja, aber ist doch die Tatsache. Ich meine, Marco macht momentan einen Top-Job. Und ich glaube, das ist viel, viel mehr als nur ein Kampf zwischen mir und René. Der Marco ist echt stark und wenn das Auto hält bei denen, dann ist er immer mit dabei. Und ich glaube, da sich nur auf den internen Kampf zu konzentrieren, wäre falsch. Und klar, auf der Strecke geben wir alles, versuchen jeweils den anderen zu schlagen. Und da gibt es vielleicht das ein oder andere Mal auch Unstimmigkeiten oder Sachen, wo man nicht ganz einverstanden ist. Aber man kann doch trotzdem neben der Strecke zusammen eine gute Zeit verbringen, uns lustig haben und abends auch mal ein Bier trinken. Also ich glaube, da sehe ich kein Problem. Wie oft trinkt ihr ein Bier zusammen? Das ist jetzt noch nicht so oft vorgekommen, weil ich kein Bier trinke. Aber in Spa haben wir oft zusammengesessen, Abend und Mittage. Von dem her haben wir ein gutes, kollegiales Verhältnis. Natürlich, wenn es um Meisterschaft geht, dann hat man immer ein angespanntes Verhältnis. Aber ich glaube, da sind wir beide Profis für genug, dass wir das zur Seite schieben können und trotzdem noch ganz normal miteinander umgehen können. Wer wird Meister dieses Jahr? Ich. Hoffentlich ein Audi. Wer da mehr Diplomat ist, das möchte ich jetzt auch wissen. Vielen Dank an euch beide. Ich glaube, mit dem Ergebnis können alle zufrieden sein, vor allem auch die Fans, denn es bleibt in der Meisterschaft spannend und wir freuen uns morgen auf mehr gutes Racing. Und dass es fair ist, haben wir auch gesehen. Vielen Dank dafür. So, und was sagt unser Experte? Wer wird Meister von den beiden oder doch der Wittmann im BMW? Marco, ja, heute mit einer starken Leistung. Der macht momentan tatsächlich einen sehr, sehr konstant guten Job. Aber es riecht natürlich alles nach René Rast, muss man klar sagen. Wo die Reise hingeht, werden wir noch die nächsten Wochenenden sehen müssen. Wo geht die Reise dieses Verhältnisses hin? Ja, ich glaube, wir haben, da muss man auch nicht so speziell reinhören, gesehen, dass das von René Rast Hauptsache ein Audi wird Meister. Eine sehr politische Aussage wieder war, die war schön für Audi, aber er denkt sich innerlich, ich will Meister werden und ich werde Meister. Nico Müller hat es ausgesprochen, Gott sei Dank. Und wir haben jetzt auch gerade so ein bisschen auch mal durchgehört,
es gibt auch mal ein bisschen Spannung, es gibt auch ein bisschen was, viel mehr, als wir vielleicht vor dem Rennen noch gehört haben, dass da tatsächlich vielleicht hinten dran mal ein paar Diskussionen geführt werden. Guck mal, hier beim Team Audi gute Laune, ne? Die fahren hier mit so kleinen Autochen hier durch die Gegend, haben ihre Fähnchen dabei, schöne Bilder hier aus unserer Boxengasse. Liebe Zuschauer, wenn Sie das mal hautnah erleben möchten, dann sollten Sie mitspielen auf unserem Gewinnspiel. Und da gibt es alle Informationen auf ran.de. Da geht es um das Thema Charity Racing, ein Simulator Racing am Nürburgring. Alle Infos, wie gesagt, auf ran.de. Mitmachen lohnt sich definitiv. Und dann würden wir uns auch noch alle kennenlernen. Das wäre auch noch sehr schön. Also da bitte reinklicken. Und wir haben auch einen sehr, sehr heißen Herbst vor uns. Das muss man deutlich sagen, in der gesamten Randwelt. Und zwar diesen hier. Der Herbst auf ProSieben Max wird sportlich wie nie. Die NFL startet in ihre 100. Saison. Ran NFL-süchtig, diesmal schon ab Mitte August mit den Preseason-Spielen jeden Sonntag live. Jetzt neu, immer samstags, NCAA College Football. Mehr Football geht nicht. Die Helden von morgen. Ab September die EM-Quali-Spiele der U21-Nationalmannschaft. Die Party steigt am Strand. Beachvolleyball, alle Strandturniere und die deutsche Meisterschaft in Timmendorf. Das größte Sportevent des Jahres. Die Rugby-Weltmeisterschaft. Ab September live aus Japan. Der Herbst wird heiß bei Run Never Stop. Wirklich ein ganz abgefahrener Herbst, der da vor uns liegt. So, jetzt haben wir noch mal ein paar Zeiten. Erstmal gibt es jetzt Viertelfinals aus Zinnowitz in Sachen Beachvolleyball auf ran.de. Da gerne reinklicken. Dann haben wir natürlich morgen auch im Fernsehen die Finals ab 12 Uhr pro 7 Max. Also Beachvolleyball, dieses Wochenende ein ähnlich großes Thema wie die DTM. Die geht morgen weiter um 10.45 Uhr, machen wir Qualifying auf ran.de und dann ab 14 Uhr live in Sat.1 das Rennen. Was erwartest du für morgen? Wetter soll trocken bleiben, von daher vielleicht ein bisschen klarere Verhältnisse schon im Qualifying. Zu erwarten sind natürlich wieder starke Audis. BMW hat eigentlich mit Marco Wittmann eigentlich nur den einzigen da vorne gehabt. Aber vielleicht kommt da auch noch ein Timo Glock, Sheldon van der Linde und Philipp Eng, der war sehr stark zum Rennende. Das könnten Kandidaten sein für ganz vorne morgen. Stichwort Timo Glock beispielsweise, der ja wirklich ein gebrauchtes Jahr hat. Da haben wir auch weitere Stimmen hier aus dem wunderschönen Brands Hatch, mittlerweile bei echt guten Bedingungen. Wir machen nämlich jetzt weiter mit unserer Analyse. Das Ganze auf ran.de, da gibt es doch unser ran.dtm Insight. Also da auch gerne jetzt weiterschauen. Wir freuen uns auf Sie, sind in gut 30 Sekunden da. Timo, danke. Danke. Und wir sehen uns morgen wieder live in Sat.1, 14 Uhr.